Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der virtuellen Welt, zu einem Let's Test von Duke Nukem 3D in der Megaton Edition, eine grafisch überarbeitete, die ich richtig geil finde, denn die normale Version, die man übrigens hier auch spielen kann, hat so eine mittlerweile grässliche Auflösung, dass das hier auf LCD-Bildschirm, die ein bisschen größer sind, meiner ist 32 Zoll groß, gar nicht fit geht. Das ist wirklich ziemlich uncool. Hier haben wir eine Pumpe gefunden. Und dann wollen wir doch gleich mal gucken, was hier so Sache ist. Hier können wir nichts drücken. Doch, können wir? Ah, doch, können wir. Jetzt habe ich hier, glaube ich, das deaktiviert. Ja, habe ich. Sehr schön. Dann wollen wir es mal weiter vorwagen hier. Was ist denn hier so Feines? Ah, hier ein Wasserspender. Den können wir auch benutzen. Bam! Friss Blei, du Ungetüm! Ja, wie gesagt, es ist eine überarbeitete Version. Man kann sie über Steam erwerben. Ich habe sie mir im Steam Summer Sale gekauft, der jetzt schon leider vorbei ist. Sie war ziemlich günstig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel die sonst kostet. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich weiß nicht, wie viel die sonst kostet. Mann, wie kann ich das hier... Komm schon. Blue Access Card required. Alles klar. Ich weiß, ja, um darauf zurückzukommen, ich weiß nicht, wie viel das sonst kostet. Auf jeden Fall ist es nicht allzu teuer, denke ich. Für Retro-Fans ist es auf jeden Fall ziemlich nice. Ist ja ein bisschen im Stile von. Doom 1 und 2, wer es kennt, und Wolfenstein 3D sollte eigentlich. Oh Gott, was war das denn? Wie sollte eigentlich einigen Leuten von euch ein Begriff sein? Ah, hier ist die Blue Access Card. Sehr nice. Ist hier noch irgendwas für uns? Was ist das, Alter? Krass. Was haben wir denn noch ein bisschen was abgestaubt? Ja. Oh, da ist ein. Oh, fuck, das. Das sind zwei so eine Viecher, Alter. Komm, geht kacken, Mann. Geht sterben! Nicht mit mir! So. Was hat uns das Ganze jetzt gebracht? Krass, was war das denn? Ja, Freunde, was hat uns das Ganze jetzt hier gebracht? Kein Plan. Wow, Damage. Ach, das hier hat es uns gebracht. Jetzt können wir hier hochdüsen. Hier hochjetten quasi. Ah, sehr schön. Hört sich doch nicht gut an, verdammt. So, was müssen wir hier jetzt machen? Hier kann man hochgehen. Das ist wieder so ein fetter Typ in der Gatling, oder was der hat. Was können wir denn hier alles Feines machen? Was ist das denn für eines? Nee, will ich nicht. Ich will lieber Pumpe. Red Access Card required. Oh, da unten ist was. Will ich erstmal wieder rausgehen. Was liegt denn hier noch so? Ich schieße einfach mal da drauf. Was passiert denn dann? Okay. Wow, damn it. Alter, Verwalter. Ja. Hier mal schön, wenn wir wissen, wo es hier, was wir hier machen müssen. Das ist wieder so ein scheiß Drecksvieh. Crank. Was? Oh, okay. Alles klar. Was muss ich hier machen? Ja, komm hier, ich will hoch. Ja, sehr geil, jetzt sind wir wieder hier. Ach was. Ja, das ist so ein Schaltding irgendwie. Na komm schon. Funktioniere.
funktioniert. Was? Das ist jetzt weg? Oh. Okay. Wow, damn it! Darunter wollte ich eigentlich noch gar nicht. Oh mein Gott, wo bin ich? Och, damn it, Wade. Jetzt bin ich wieder am Anfang oder was? Was ist denn das für eine schöne Scheiße hier? Das wollte ich doch gar nicht, du. Oh, verdammt. Ah, lass mich in Ruhe. Mann, ey. So, jetzt aber. Los, komm runter, du. So, hoch. Ab. Abmarsch. Nach oben. Los, komm. So. Ach, wir haben ein Jetpack, ne? Wie können wir das benutzen? Muss ich mal kurz gucken, wie wir das benutzen können. Options Key Setter. Use of E. Pistol, Shotgun, Pipearm. Auf Enter. Ja, komm, Mann, ich will das hier auswählen, das scheiß Jetpack. Mann! Warum funktioniert das nicht, wie es funktionieren soll? Alter, Mann, nicht cool. Gar nicht cool. Use Item, Enter. Tab. Next Item mache ich einfach mal. Was mache ich denn mal? Okay. Wollte ich doch gar nicht. Hä? Haben wir nicht so ein Jetpack gefunden hier? Irgendwo? Oh Gott. Ach nee. Jetzt haben wir ein Jetpack. Ich hatte das nämlich schon mal gespielt. Aber wir waren nämlich einfach nicht weitergekommen. Ah, sehr geil. Sehr geil. So, Freunde, dann würde ich mal sagen. Ja, wo kriegen wir jetzt die rote Access Card her? Supi. Ja, gut, ne? Vielleicht müssen wir hier ganz nach unten. Ach, da ist die Access Card. Kann ich das irgendwie drücken hier? Ne, kann ich nicht. Dann wollte ich mal hoch. Ich versuche jetzt einfach mal hier hoch zu jetten. Funktioniert sogar. Oh, damn it! Huh, wo kamen die denn her? Jetpack aus. So. Nein, oh. Gott, Alter, ich habe eine Orientierungslosigkeit. Das ist echt schlimm hier, Leute. Das ist echt schlimm. Ah, damn it! So. Jetzt müssen wir hier rein. Oh, oh Gott, nee, da wollte ich doch gar nicht hin. So. Oh, was ist das, Alter? Krank. Crazy, mazy. Ah, Leben. Ja, und jetzt? Hier waren wir ja eben. Können wir doch gar nichts machen. Ja, Freunde. Wir haben das Level completed.
Mission accomplished sozusagen. Und deswegen würde ich mal sagen, war es das hier mit dem Let's Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch einen kleinen Einblick in einen wirklich geilen Retro-Titel geben. Wie gesagt, ist eine überarbeitete Version, dass das Ganze aber nicht schlechter macht, meiner Meinung nach. Könnt ihr euch bei Steam kaufen. Ich glaube, 6 Euro, 5 Euro, kein Plan. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es, wie gesagt, am Steam Summer Sale gekauft. Die Preise von da sind jetzt nicht mehr gültig, leider Gottes. Ist im Stile von Doom 1 und 2, Wolfenstein 3D. Wie gesagt, ist echt nice. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Man kann auch die Classic-Variante spielen, würde ich jetzt aber für Leute, die jetzt einen neueren LCD-Monitor haben, allerdings nicht empfehlen. Aber wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch, kommentiert, wenn ihr irgendwas anmerken wollt, Kritik üben wollt, ich bin offen für alles. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.